Wir erkunden weiter The Ringed City, die umringte Stadt, treffen allerhand komische Gestalten. Was hat der denn hier auf dem Rücken? So einen großen steinernen Ring. Sieht auch nicht so glücklich aus damit. Einer von links. Die schon wieder. Den konnte ich halt, als ich von hinten mit dem schweren Angriff habe, ging das ganz gut. Ich will halt nicht, dass ich ja mehrere auf einmal drin habe. Ja, ja, natürlich. Genau das. Hallo. Hallo. Sehr gut. Ja, dass sie nicht in ihren Defensivmodus da gehen. Eine ganze Reihe von dieser Bruderschaft. Haben wir es jetzt. Danke sehr. Komische Gestalten. Ja, die erinnern mich schon so ein bisschen an die Pilger. Machen wir ihn zur Strafe bis in die Einrichtung kaputt. Gleichzeitig den am Sack und welche von den. Gerade ob ich die irgendwo mal. Ja, können sie eigentlich weit casten? Brauchten die Vision dafür? Also Sichtlinie oder. Nee, brauchen sie nicht. Ich gehe mal auf den Kronleuchter und auf die zweite Ebene hier. Natürlich schon daneben gesprungen. So geklappt wie geplant. Wo ist denn der? Der ist auf der zweiten Ebene. Ja, ist schon richtig. Ich habe es nicht geschafft, darüber zu springen. Nur so eine Rolle gemacht. Ich möchte erstmal den guten Pilger erledigen. So kann ich ihn am besten da drauf. Es geht von allen Seiten gleich gut oder gleich schlecht. Nein! Zumindest ein bisschen. Ja, mein Gott, sonst machen wir den halt erstmal so. Ja, so schlimm ist es auch nicht. Ist ja halt schöner. Nicht der. Ja. Ihn erwischt. So, jetzt können wir das mal ein bisschen. Obwohl, ruhiger angehen kann man es gar nicht. Auf dem. Also ruhiger als das andere, weil. Für den Kronleucht hat mir das jetzt per se nichts gebracht. Hat mich der Ritter ja eh nicht angegriffen. Es war einfach nur. Ey Mann! Zu doof zum Springen. Das ist aber, das Springen ist aber auch scheiße in Dark Souls. Alles kann ich. Jetzt dachte ich, kann einfach so ein bisschen Anlauf da schräg drauf laufen. Nope, natürlich nicht. Jetzt muss ich das kleine Wegstück hier nochmal runter von dem letzten. Gucken, wie weit die einen verfolgen. Na gut, ich weiß nicht. Ich wollte ihn jetzt. Autsch! Autsch! Ah, 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 ah! Das hilft natürlich nicht. Okay, jetzt ist ein bisschen die Gefahr. Ja, hallo! Zu viel sehen hatte ich zum Glück nicht.
natürlich die Gefahr, wenn man da so durchrusht, dass man dann manchmal 7 gleichzeitig am Sack hat. Wie weit kann ich den ignorieren? Ich überlege gerade. Na, okay. Ich glaube, hier spätestens bei dem Ritter, wie auch immer der genau heißt, die sollte ich dann schon mal, in Angriff nehmen. Also die ganz, auf die hier am Anfang habe ich keinen Bock, weil die gehen relativ fix, so ist nicht, aber. So, jetzt warte ich mal hier, ob mich welche verfolgen. Nicht, dass die eben nämlich. Ja, das ist nämlich der, die von oben auf einen drauf springen. Das ist im Kampf mit dem Ritter jetzt nicht so praktisch. Da konnte ich mich ganz gut drauf verzichten. Vielen Dank. Wulfrikt. Gruß an Wulfrikt. Hat frisch im Twitch-Chat eingetroffen. Jetzt habe ich nur ihn. Damit dann noch. Tschüss. Immerhin nochmal ein Titanitbrocken. Das waren jetzt nicht so viele. Das ist der nächste. Der hat sich zum Glück einen kleinen Schrei angekündigt. Danke sehr. Was fallen lassen? Nope. Halt dich ruhig. Okay. Der Anfang geht hier relativ gut. Dann versuche ich mal jetzt. So, versuchen wir uns mal mit dem Sprung. So schwer ist es eigentlich nicht, meine Herren. Zum blöd werden. Aufpassen. Nein! Ich krieg ihn gerade nicht gefokust, danke. Der bricht halt auch meine Combo. Und das, wenn das eintrifft, tut es auch einigermaßen weh. So. So, jetzt schaffen wir das mal mit dem Springen. Springen bin ich schon immer schlecht. Okay. Da wollen wir auch wenn drauf springen. So, jetzt einfach geradeaus rennen und springen. Danke! Meine Herren, schwere Geburt. Und du kriegst dafür auf die Nase. Danke sehr. Fiese Gesellen. Funkeltitanit. Elegant abgerollt. Genau wie geplant.
gerade was Komisches gehört. Ah, Harald. Mit Freunden. Noch ein Harald. Mit einem Hund. Oder so. Hat Harald mich schon gesehen? Nope. Der Harald mich schon gesehen? Ja. Dann pullen wir einen einzelnen Harald mal. Ist besser als zwei Haralds. Bisschen eng hier. Den Sprungangriff danach vergessen. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber hier ist das nicht so praktisch zum Kämpfen. Ich meine, er haut auch ganz gerne mal an die Wand, aber... man hat halt nicht so gut Platz, um zu manövrieren. Geht mir die Ausdauer aus. Können wir noch ein paar Schläge anbringen. Aber die Ausdauer ist alle. Windpocken. Danke, Harald. So, ein Harald und ein... So ein kleiner sind noch am Start. Der ist jetzt allein, dann kämpfen wir hier draußen. Ich habe was anderes noch gehört gerade. Was ist denn das noch? Wow! Wow! Dann locken wir den Harald dann doch lieber mal hier rein. Ah, und... Ha, hat er auch gerade von dem Harald noch einen abgekriegt? Der springt auch noch runter, wenn es da... Die Ausdauer ist ein bisschen alle. Ja, ich dachte, ich kann ihn jetzt so oft angreifen, dass er gestaggert wird. Das hat leider nicht geklappt. Autsch! Jetzt hab ich da... Autsch! Na, ah, in diesem... Jetzt mal ein bisschen zu unvorsichtig. Wollte ich jetzt noch ein paar mitgeben. Das Typische. Gleichzeitig die Attacke... Nein, das Bonfire ist ganz schön... Nein, zum Beispiel... Ach, ich muss mal echt vorsichtiger sein. Man verliert viel zu viel Zeit. Und denkt man so, ja, jetzt hau ich nochmal zu. Verliert viel mehr Zeit dadurch, wenn man da so komisch durch... Wenn man solche blöden Fehler macht. So, jetzt hier, Schluss aus. Was ist das denn? Das ist doch alles Quatsch. So, jetzt... Ja, du auch. Moin. Du hast mir gerade noch gefehlt. Guck nicht so. Hopp, kann in der Ecke hängen bleiben. Da lädt er auch immer irgendwie. Autsch. Yay, ein Jaucheküchlein. Danke. Am Seil. Das heißt, man kann doch schön damit schmeißen. Warum komme ich hier nicht vernünftig hin? Danke. Ich will jetzt gerade keinen... gleich bestraft.
wollte keinen Dings benutzen. Kein Estus-Flakon, weil ich gleich noch die Kugel nutze. Ich habe was Neues probiert, bisschen an ihm. Ich glaube, die wird man noch ab und zu treffen. Also wirklich schwer sind die eigentlich nicht. Aber wenn man eine Combo frisst, ist natürlich eher ungut. Bisschen geschaut, wie der Winkel ist. Man muss schon sehr genau hinter ihnen stehen für einen kritischen Angriff. Und mir rutscht mein Mikro gerade so komisch. Irgendwas ist mit der Halterung. Das nervt mich, dass diese Halterung so schlecht ist. Irgendwas muss ich da mal machen. Ah! Ja, danke. Hier hat so eine Halterung für das Kabel. Und irgendwie ist die... Das Kabel rutscht da mal so ein bisschen lang. Und dann zieht es an die Mikro. Irgendwie ist das ein bisschen... Weiß ich nicht. Es muss besser gehen. So, der eine Hanzo kommt doch hier wieder mit hinterher. Da hat diesmal keine Lust. Den kommen wir gleich mitten im Kampf dazu. Moin. Ich dachte, vielleicht kann ich ihn... Ich hab gut wieder hergestellt, ja. Ich dachte, ich kann das nehmen, das dauert zu lange. Soll jetzt hier mal, das sagt Quatsch, probiert. Ich wollte jetzt mal ausprobieren, einfach direkt am Anfang auf ihn zulaufen, wenn er sein Schwert entzündet, ob man da eine Chance hat oder ein gutes Zeitfenster, ihn da anzugreifen. Die Antwort ist nein. Ich muss das gleich, das mache ich irgendwie gleich mal in der Pause oder so. Ich muss mal gucken, ob ich so ein gutes Tape dafür habe, dass ich das Kabel irgendwie so festmachen kann, dass es nicht so rutscht, weil es gibt auch so Störgeräusche, wenn das Kabel, ja, wenn das Kabel da so rutscht. Was für euch natürlich auch unangenehm ist. Die Mikros an sich sind ziemlich gut, aber dass die Kabelhalterung irgendwie so blöde ist, also dass die ist wirklich, finde ich, schlecht gemacht. Bei solchen teuren Mikros ein bisschen am falschen Ende gespart. Und da nicht irgendwie mal 50 Cent mehr ausgegeben und vernünftige Kabelhalterung. Naja, vielleicht kann ich irgendwie gleich mal fixen. Jetzt hat er in die falsche Richtung geguckt. Hier schön im Garten umgeschaut. Ja, bei der Rolle, denn bei dem zweiten Schlag, ist ein bisschen schwierig, weil der so schnell hintereinander hinterherkommt. Ja, sag mal, ich stelle mich jetzt aber auch echt blöd an. Das nervt jetzt langsam. So. Wenn ich jetzt nochmal jetzt wieder bei dem konkreten jetzt nochmal sterbe, dann fahre ich einen Monat in Urlaub. Was ist das denn hier für ein Quatsch? Jetzt verschwende ich voll die Zeit hier. Also hallo. Gegen so einen Hansel. Der ist echt nicht schwer. So, jetzt. Meine Herren. Kann sie aber echt doof anstellen. Und sah einen hinterher. Okay, dieser kommt her. Ist vielleicht ein gutes Omen. Oh! Ja, auch nicht so häufig. Zumindest hier nicht. Letztes Mal habe ich ihn eigentlich aber mitgenommen. Jetzt! Nemesis fragt gerade, was für Mikro ich benutze. Das kann ich gleich mal raussuchen. Den Namen habe ich nicht im Kopf. Habe ich irgendwie unnötig Respekt vor dem gehabt, habe ich richtig gemerkt. Weil der mich jetzt ein paar Mal so blöd erwischt hat. Wahnsinn.
Moin. Danke. So, und jetzt machen wir mal nicht mehr so einen Quatsch, wie wäre es? Der Ex-Hahnen-Hamen, ich habe meine Kontaktlinse nicht drin, sie schlecht, fragt gerade, ob das New Game Plus ist. Jawohl. Das New Game, das ist nicht der normale Durchlauf. Autsch, ja. Jetzt klebt er sich wieder ein. Den ersten nicht mitbekommen. Und tschüss. So, und jetzt stellen wir uns mal, wie gesagt, hier irgendwie nicht so dämlich an. Das kann nicht sein. Jetzt springen wir auf die mittlere Ebene. Holen da den anderen ab. Fast wieder schief gegangen. Ich stehe doch überhaupt nicht mehr da drin. Ich hau ziemlich viel Schaden ab. So. Er hat gesehen, dass ich bis 18 Uhr durchspielen möchte. Das heißt nicht, ich will nicht unbedingt bis 18 Uhr durchspielen. Ich streame halt heute Dark Souls bis 18 Uhr. Und wenn ich ja nicht durch bin, streame ich halt dann demnächst weiter. Das heißt nicht, dass ich das zwangsläufig jetzt bis 18 Uhr heute durchhaben muss. Schade. Beinahe einen schönen Backstep gemacht. Ich bin auch nicht in der Schwächephase erwischt. Stehe ich hier ein bisschen blöd. Okay, das ist ein Rundumschlag, der mich trotzdem trifft. Ich stehe öfter mal mit dem Rücken zur Wand, wenn ich durch so einen Durchgang gehen möchte. Ich habe gerade mal mit einer Weapon Art das probiert, aber das ist ein bisschen langsam und dann kann er in der Zeit. Seinen Angriff starten, was auch nicht ganz ohne ist. Die letzten zwei Bosse sollen sehr stark sein, aber ich bin schon gespannt. Freue mich schon drauf. So, Kinders. Da kommen die beiden Haralds. Das sind ja sogar drei Haralds. Die pullen wir mal nacheinander lieber. Biegt ein Harald nochmal ab. Eins. Zwei. Kann ich mit den einpullen? Ja, ja, ja. Harald! Mach doch nicht alles kaputt hier. Der ist drauf. Soll von oben auf ihn draufspringen eigentlich. Geht er dann wieder zurück. Ist ja ein bisschen schade. Ich glaube, er geht einfach wieder. No, Harald! Ich wollte dir nur was zeigen. Hätte sich gelohnt. Ja, wird nichts. Auf die kann man nämlich so gut einen Sprungangriff machen. Und?
Der hat gesessen. Upp, das ist einmal zu viel. Das habe ich noch mittendrin gemerkt. Da brauche ich zu lang für den Angriff und dann ist die Ausdauer ein bisschen lieber. Ein noch. Jawohl, danke. Guckt, wenn ich hinter ihm stehe, habe ich versucht, so einen kritischen Angriff zu machen. Eingeweihten Angriff. Nicht ganz geklappt. Mal den loswerden. Oh. Ah, ein Harald, den man auf den Kopf springen kann. Sauber. Moin, Baby. Hahaha. Das ist so geil. Ah. Fuck. Er hat es noch nicht ganz. Ich dachte, der hat es schon. Ich treffe ihn gerade nicht jetzt. Boah. Hahaha. Das war gefährlich, weil er noch so ein kleiner Bock hat. Und ich hatte gedacht, er wäre schon komplett hinüber gewesen. What? Ja, renn du mal weg. Dem anderen Harald ist auch ganz... Dem anderen gerne von der Brücke auf den Kopf springen. Das wäre ziemlich gut. Oder von hier. Nicht ganz. Nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. War schon ein bisschen zu weit. Okay, erstmal hier muss ich um den Kleinen kümmern. Eine Moosfrucht. So. Sind wir runtergesprungen oder geht er außen lang? Moin. Hä? Wenn man den on the fly da anvisieren möchte. Muss ich mit dem Kreis gehen. Ich hoffe, ich nicht geschnallt, wo er hingeht gerade. Netter Arschangriff. Habe ich versucht, ihn im Sprung anzuvisieren und zu treffen, auch nicht ganz geklappt. Ich muss jetzt wirklich mal, ich glaube, ich mache das gerade nochmal, weil Nemesis auch gerade nochmal im Chat über das Mikro spricht. Mich nervt das gerade tierisch, das Kabel. Ich werde jetzt eine Pause machen hier. Ich werde mal gucken, ob ich ein Tape habe, um das Kabel zu fixen, damit das nicht immer so da lang lurt und auch dann Störgeräusche macht. Und in der nächsten Folge erkunden wir es weiter. Aber es gefällt mir sehr gut. Und jetzt bin ich wieder hoffentlich im Flow und mache nicht mehr so unnötige Fehler. Also, bis gleich.